Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skyline. Hier ist wieder euer Punky. Wir befinden uns in Vanilla Bay und stehen heute vor einer etwas größeren Aufgabe, denn ich möchte unsere Fähren das erste Mal in Bewegung sehen, hier in Vanilla Bay. Dazu müssen wir aber erstmal unser Fährdepot an unsere Straßen anschließen. Und jetzt suche ich gerade unsere Straßen. Okay, bin gerade etwas falsch rausgescrollt. Wir müssen nämlich hier hin, da wo es gerade blinkt, genau. Wir sehen, hier benötigen wir Strom, hier benötigen wir Wasser und wir benötigen erstmal eine Straßenzufahrt. Und darum werden wir uns jetzt kümmern. Erstmal gehen wir hier wieder in den Obergrund, nicht in den Untergrund. Und setzen hier eine Straße, ich würde sagen bis hierhin. Und verbinden das Ganze erstmal so, dass es vielleicht ein bisschen gebogen ist. Geht das auch schöner? Warte mal, hier und hier wäre so und so. Ja, das wäre okay. Jetzt ganz kurz pausieren. Wir schließen hier auf jeden Fall wieder unsere Stromleitungen an. Jupp. Eigentlich sollen die aber nicht abgerissen werden, sondern verbunden werden. So, dann auch hier nochmal. Geht sich das aus? So. Sehr schön. Damit sind nämlich unsere Vorratstank wieder mit Strom versorgt. Der nächste Schritt ist, wir wollen natürlich jetzt diese Einbahnstraße auch zum Pferdepot bringen. Und da habe ich mir jetzt auch Folgendes überlegt. Wir werden hier einfach mal Trick 17 anwenden. Also müssen wir hier von der Höhe wieder nach unten. Ich denke mal, so hier wäre ganz okay. Ziehen das mal eine Straße komplett raus. Das soll eigentlich keine Einbahnstraße werden, deswegen müssen wir den Straßentyp nochmal ändern. Und nutzen jetzt hier unsere Einbahnstraßen. Und verbinden das Ganze so. Ja, gut, nicht schön, aber selten. Jetzt habe ich wieder unsere Stromleitung gekappt, also müssen wir sie nochmal reparieren. Wieder das Ganze nach oben hin. Na, wird das heute noch was? Irgendwas will er gerade wieder nicht verstehen. So, zack. Jetzt aber. Strom. Haben wir. Alles klar. Sehr schön. Dann hätten wir das zumindest schon mal fertig. So, wie sieht das Ganze denn jetzt aus? Von der Seite her geht es eigentlich. Sieht gar nicht so schlimm aus, wie man erst vermutet hat. Und dann würde ich hier ganz gerne mit einer weiteren Straße arbeiten. Wer weiß, vielleicht können wir hier auch nochmal eine Parallelstraße bauen. Ich würde sagen, wir lassen uns das mal einfach offen und bauen hier erstmal einen Kreisverkehr hin. Da sollten wir aber ein bisschen kürzen, das Segment hier. So, genau. Bauen hier erstmal unseren Kreisverkehr. Drei und drei, genau. Nee. Nein. War wieder zu lang. So, haben wir schon mal unseren Kreisverkehr. Das Ganze verbinden wir jetzt nur noch. Lol. Was hat er denn jetzt mit unserem Kreis gemacht? Manchmal ist es zum Mäusemelken, aber auch nur manchmal.
So, jetzt muss ich überlegen. Ist das jetzt richtig? Nee, es ist eigentlich die verkehrte Richtung. Wir haben ja Linksverkehr in Manila Bay. Demzufolge sollte es auch so ausgerichtet sein. Muss ich überlegen. Den bitte einmal drehen. So, genau, perfekt. Dann schließen wir hier eine weitere Straße an. In der Hoffnung, dass mir den Kreisverkehr jetzt nicht zerstört. Passt, perfekt. Und dann geht es jetzt praktisch hier mit so einer leichten Kurve nach oben. Und am besten hier wieder irgendwie über unsere Einbahnstraßenallee. Was macht das Spiel denn eigentlich heute für komische Sachen? Kann man das mal erklären? Nach oben bitte. Oh, Hilfe. Was tut denn? So, mal gucken, dass wir hier die vernünftige Höhe hinbekommen. Dann würde ich fast mal sagen, so hier. Und das Ganze jetzt hier wieder anschließen. So, wie sieht denn das jetzt aus? Das ist eine gute Frage. Es geht hier schon relativ steil nach unten. Vom Winkel her finde ich, geht es eigentlich noch. Also könnte man noch so lassen. Gut. Jetzt würde ich ganz gerne hier die Straße noch miteinander verbinden. Ist nur die Frage, wie wir hier am besten durchkommen. Ich glaube, da müssen die zwei Gebäude hier weichen. Was haben wir denn hier? Das ist eine Oberschule. Finden wir denn für die Oberschule ein anderes Plätzchen? Wenn wir die einfach mal hierhin verlegen. Und dann am besten mit einer vierspurigen Straße, die wir hier schon verwendet haben, hier am besten durchgehen. So. Ja, ich denke, das wäre eine Option. So könnte man es machen. Dann hätten wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Durchfluss. Was den Verkehr angeht, wie sieht denn der Verkehr im Allgemeinen aus? Schauen wir mal. 60%, okay. Nicht unbedingt berauschend, aber das kann sich noch bessern. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich unsere Verkehrsplanung so langsam auch rächt. Die hätten wir wahrscheinlich deutlich besser optimieren müssen und sollen. So, das hier sieht eigentlich okay aus. Ich glaube, das können wir so lassen. Hier müssen natürlich noch ein bisschen Terraforming betrieben werden. Das können wir vielleicht jetzt schon mal machen, dass wir hier das Gelände zumindest so ein bisschen kletten. Stufe 2, ja, Stufe 1 am besten. So, genau. Wie sieht das Ganze aus? Ja, besser. Wesentlich besser. Das hier finde ich eigentlich schon ganz gut aufgeschüttet. Das kann man so lassen. Wo hatte ich denn eben so komische Haken gesehen? Das war. Wo war das? Hier haben wir so eine richtig schöne steile Kante. Die müssen wir auf jeden Fall noch verschönern. Das hier müssen wir noch verschönern. Aber zunächst sollten wir uns erstmal um Strom kümmern für das Gebäude. Und da können wir ja eigentlich Leitungen hier hochlegen. So, am besten entlang und dann
direkt hier an unseren Versorgungstanks anschließen. Dann haben wir hier schon mal Strom und jetzt noch schnell Wasser. Natürlich wieder kombinierte Rohre und diese Straße entlang. Perfekt. Damit sollten wir jetzt auch hier diese Probleme beseitigt haben. Sehr gut. Jetzt würde ich versuchen, gerne hier noch so ein bisschen Terraforming zu betreiben. Und zwar das Gelände hier, wenn es geht, noch ein bisschen einebnen. Ist die Frage, ob er uns das machen lässt oder nicht. Ja, sieht gut aus. So, jetzt sehen wir schon das nächste Problem. Unsere U-Bahn wird also jetzt hier komplett aufgefangen. Und dadurch können wir jetzt nämlich dieses Gelände nicht mehr terraformen. Das heißt, wir müssen hier sozusagen eine Zwischenlösung finden. Dass das Ganze auch, sage ich mal, noch natürlich ausschaut. Also mal gucken, wie wir das am besten anstellen. Oh, vielleicht ein bisschen anrauen. Ja, das könnte man sich so ungefähr vorstellen. Sollte man vielleicht hier nochmal eine Rampe setzen, dass man das hier auch so ein bisschen mit annimmt. Boah, das sieht jetzt auch genial aus. Durch die Sonne spiegeln sich gerade unsere Brücken wieder im Sand. Das sah jetzt ja auch nice aus. Versuchen wir das mal noch hinzubekommen. Wenn ich jetzt hier diese Kante nehme und versuche jetzt hier da sowas dran zu setzen, klappt das denn, wie ich mir das wünsche? Ah, jetzt sieht man es wieder nicht, aber doch, es funktioniert. Also hier erkennt man schon mal sehr schön den Übergang jetzt. Das kriegen wir hier also auch noch hin. Dann sieht das Ganze ein bisschen schöner aus. Leider habe ich dann wieder nicht genug Platz für meine Parkplätze, die ich hier unten hin installieren wollte. Also müssen wir, würde ich mal vorschlagen, das Ganze sogar noch verlegen. Ich weiß gar nicht, ob wir in Vanilla Bay, also in der Vanilla-Version von City Skyline, auch unsere U-Bahn oder unsere Zuglinien vernünftig verlegen können, was die Höhen angeht. Das müssen wir uns mal vielleicht noch anschauen. Aber ich meine, das hier wäre jetzt erstmal auf jeden Fall U-Bahn-Linie, da sie die ganze Zeit im Untergrund ist. Ja, ja, das ist U-Bahn. Wir schauen einfach mal und können dann ja beim nächsten Mal entscheiden, wie wir das am besten lösen. Also wir haben ja auch die Möglichkeit, Höhen zu belegen. Gut, das ist schon mal nicht schlecht. So, ja, gut. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten anstellen. Durch das DLC Queen Cities und dem dazugehörigen kostenlosen Update gibt es ja, glaube ich, jetzt auch die Möglichkeit, dass wir die Geländehöhen dauerhaft eingeblendet lassen können und trotzdem bauen können? Nee, können wir nicht. Okay. Ich dachte, die Layers bleiben uns jetzt erhalten. Das sollte normalerweise so sein. Wurde das wieder rausgenommen? Kann ich jetzt Straßen setzen? Okay, Geländehöhen. Ah, jetzt geht's auch komischerweise. So. Ah, aber bei U-Bahn wahrscheinlich nicht. Weil wir da eh im Untergrund sind. Das ist schade. Das wäre jetzt auch schön gewesen, wenn das auch gegangen wäre. Ah, ne, halt, wir sind ja gar nicht halt. Das ist ja Käse, was ich erzähle. Wir sind ja bei Vierteln gewesen, aber anscheinend trotzdem. Macht es trotzdem nicht, nee. Schade. Gut. Wieder was gelernt. Was nicht funktioniert. Dennoch würde ich ganz gerne hier unsere Linie ein bisschen verändern. Das heißt, wir pausieren das Spiel mal ganz kurz. Und reißen das ganze Ding hier nochmal ab.
Soweit erstmal. Dann vielleicht, dass es hier so eine Art Berg hoch geht. Hier geht es ziemlich steil nach unten. So, jetzt ist die Überlegung, wenn wir das jetzt hier aufschütten, dass wir jetzt hier den Berg noch so ein bisschen... Warte mal, wenn wir den Berg uns jetzt hier blockieren durch Parkplätze, müsste das doch eigentlich funktionieren. Das wird, glaube ich, ein bisschen groß. Halt. So vielleicht. So, ich mache jetzt erstmal großflächig hier die Erde weg. So, dass ich hier entsprechend Parkplätze hinbekäme. Okay. Als nächstes müssen wir das hier auf jeden Fall vernünftig terraformen. Aber jetzt müssen wir erstmal versuchen, hier unsere U-Bahn-Linie noch hinzubekommen. So, dass sie uns jetzt hier nicht weiter problematisch wird. So, was macht er denn da? Da fährt er hier so komisch. Schließen wir es erstmal so für den Moment an. Und dann sehen wir schon, was hier wieder passiert. Er fängt an, hier wieder verschiedene Höhen anzunehmen. Das liegt einfach daran, dass wir hier noch keine vernünftige Rampe haben, sodass das sehr sanft nach unten gehen kann. Also da hoffe ich mal, dass wir eventuell später noch bessere Werkzeuge zur Verfügung bekommen. Denn das ist doch schon ein bisschen, ja, nervig, könnte man jetzt sagen. Man kann halt in der Vanilla-Version nicht so schön bauen, wie man es jetzt mit Mods könnte. Aber man kann in der Vanilla-Version viel mehr aus dem Spiel herausholen. Deswegen. So, machen wir es mal so für den Moment. Hier hat er es wieder gemacht. Hat uns wieder so eine nette Rampe hingesetzt, die wir da nicht haben wollen. Das ist ärgerlich. Also nochmal Kommando zurück. Wir müssen versuchen, also praktisch schon weitaus mehr nach unten zu kommen. So, die Vorgaben lassen wir alle eingeschaltet. Das so weit wie es geht nach unten setzen. Und dass er uns das Gelände, wenn es geht, verändert. Und jetzt hier nach oben. So, jetzt hat er uns keine Rampe dahingesetzt. Sehr schön. Jetzt haben wir es ungefähr so, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Das heißt, wir bekommen jetzt hier unsere Parkplätze hin. Später bekommen wir dann auch hier nochmal einen größeren hin. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt würde ich ganz gerne das hier natürlich auch noch vernünftig haben wollen. Wenn das uns jetzt gelingen sollte, dann haben wir die Folge endlich mal im Kasten. Denn ich verrate euch ein Geheimnis. An der Folge arbeite ich, glaube ich, jetzt schon das vierte Mal. Jedes Mal hatte ich mit neuen Problemen zu kämpfen und war mit der Aufnahme echt unzufrieden. Was nicht heißt, dass ich jetzt mit der Aufnahme zufrieden wäre. Aber zumindest hätten wir jetzt mal diesen Großteil hier endlich geschafft. Und können uns dann so langsam wieder unseren Fähren widmen, was wir eigentlich in dieser Folge vorhatten. Aber ihr kennt mich, ich möchte halt, dass es auch einfach harmonisch aussieht. Und deswegen machen wir das Ganze ja auch. So, jetzt hat er mir den Berg so weit vorgezogen, dass meine schöne Kaimauer verdeckt wird. Das ist natürlich besonders ungünstig. Versuchen wir es doch mal so ein bisschen wieder freizulegen. Vielleicht durch eine kleinere Pinselstärke.
So vielleicht. Mal gucken. Ja, das sieht schon nicht ganz so schlecht aus. Das kriegen wir, glaube ich, noch ein bisschen besser hin. Auch noch mal ein bisschen mehr Fläche wegnehmen. So. Ja, sehr schön. Und hier heben wir jetzt den Berg wieder so ein bisschen an. Dann rauen wir den ganzen noch an und dann sollte das eigentlich von der Sache her funktionieren. So, genau. Jetzt müsste ich versuchen, noch hier dieses kleine Stück. Klappt nicht ganz, wie ich mir das wünsche. So vielleicht. Jetzt hat er uns hier so einen kleinen Grafikfehler präsentiert. Das sieht schon besser aus. So könnte man es lassen. Ja. Das ist okay. Dann haben wir hier Platz, dann haben wir hier unseren Parkplatz. Dann haben wir hier nochmal einen Weg, der nach oben führt, wo immer er hingeht. Können wir hier mit irgendwas verbinden später? Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir hier nochmal so eine Art Wanderweg oder Fahrradweg hinsetzen, dass man auch hier nochmal runterfahren kann zu unserem kleinen Pferdepot. Und dann würde ich sagen, wir sind eh über der Zeit. Wir schließen mal die Folge. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann wirklich an, wie unsere Fähren das erste Mal hier runterschippern. Und ich hoffe auch, wir kommen hier durch die ganzen Brücken. Es wird also spannend bleiben. In dem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Euer Punky von Punky Let's Talk. Bye, bye.